Herzlich willkommen. Ich bin euer persönlicher Guide und führe euch gerne durch die Region Donau-Amelsberg. Warum machst du das? Wir beschäftigen uns hier mit dem Thema Nachhaltigkeit und wir geben gern unser Wissen und unsere Erfahrungen weiter. Ich weiß, das klingt alles sehr kompliziert, ist aber kinderleicht. Am besten, wir gehen ein Stück gemeinsam und schauen uns einen ganz normalen Tagesablauf an. Ui, was ist denn das? Da setzt sie drei Säulen der Nachhaltigkeit. Je nachdem, wie wir in unserer Region handeln, beeinflussen wir das Auf und Ab dieser drei Säulen. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit sind der Mensch, die Natur und die Wirtschaft. Und warum ist das so wichtig? Stellt euch vor, die Weltkugel liegt auf einem Dreibein. Wenn die drei Säulen nicht gleich hoch sind, kommt es aus dem Gleichgewicht. Schauen wir einfach ein Stück weiter. Ah, sieh mich! Siehst du, steigen wir auf in der Früh. Der Tag beginnt. Ja, alle rennen ins Bad, wo sie sich für die Schule und die Arbeit schön machen. Im Durchschnitt verbraucht jeder ca. 80 Liter Trinkwasser pro Tag. Fürs Duschen, Bohnen und fürs Klo. Das ist mehr als die Hälfte vom ganzen Tagesverbrauch. Da kommt man auf jeden Fall einiges einsparen. Na ja, dann putzen wir nur noch einmal einen Tag Zent. Du kannst aber ganz einfach drauf schauen, dass beim Zentputzen das Wasser nicht drinnen lässt. Ma, jetzt nurrt man schon den Magen. Ein gutes Frühstück gibt uns Kraft für den ganzen Tag und hält uns gesund. Beim Einkaufen schauen wir drauf, dass die Lebensmittel aus der Region kommen, dass wir das essen, was gerade wächst und das möglichst biologisch ist. Du musst Apfel statt Ananas. Erdbeeren nur in der Erdbeerzeit. Oder zu Fuß zum Milchautomaten gehen, die Milch für mein Müsli holen. Genau, dafür gibt es aber unzählige Beispiele. Wir müssen also auf nichts verzichten. Unsere Region hat eine Fülle von ausgezeichneten Lebensmitteln. Leider frühstücken wir nur am Wochenende alle miteinander. Der Papa muss nämlich schon um 5 Uhr in der Früh in die Arbeit fahren. Der Weg in die Arbeit kann ganz unterschiedlich sein. Wenn in nächster Umgebung viele Arbeitsmöglichkeiten vorhanden sind, sind eure Eltern schneller in der Arbeit. Sie sparen dadurch Zeit, Geld und Nerven. Der Papa sagt immer, seinen Beruf gibt's bei uns nicht. Deswegen muss ich in den Stopp fahren. Deshalb ist es wichtig, dass wir darauf schauen, dass möglichst viele verschiedene Arbeitsplätze da sind. Damit ist für euch sichergestellt, dass ihr einen Beruf erlernen könnt, der euren Talent entspricht und euch vor allem Freude macht. Meine Mama geht jetzt wieder halbtags arbeiten, weil eine große Firma im Dorf ist, die jeden Tag 500 Jausensemmel braucht. Ma, ich habe ganz vergessen, um 5 Uhr habe ich ein Fußballtraining. Ma, und ich muss nur ein wenig Schlagzeug üben. Schon haben wir mittens drin im Thema. Unsere Freizeitgestaltung hat einen großen Einfluss auf die drei Säulen. Wenn wir zum Beispiel zum Einkaufen in die Stadt fahren, ist das für die Natur und für die regionale Wirtschaft nicht gerade von Vorteil. Aber hier und da schaut es nicht. Ob Internet surfen, Fernsehen, Lesen, Musizieren, Fußball spielen oder in einem Verein mitarbeiten, alles hat eine Auswirkung auf uns und unser Umfeld. Ich bin am liebsten mit dem Opa in der Werkstatt. Der riecht mir nämlich das Rahl her, wenn sie ist. Außerdem gibt's bei Opa und Oma sowieso die beste Jausen. So, jetzt waren wir den ganzen Tag schon unterwegs. Setzen wir uns ein wenig auf die Ofenbank. Wisst ihr eigentlich, von wo die Wärme von Heizkörper herkommt? Klar, was ist denn das für eine Frage? Aus dem Ofen natürlich. Um die Wärme zu erzeugen, müssen wir den Ofen mit Brennmaterial füttern. Wenn wir dazu Erdöl verwenden, muss das aufwendig zu uns transportiert werden. Und das Geld verlässt den Gegenzug wieder unsere Region. Aber eigentlich können wir auch Holz nehmen. Bei uns wachsen da genug Bäume. Ja, einen Teil der Brennstoffe können wir mit nachwachsenden Rohstoffen machen. Und das Geld dafür bleibt in unserer Region. Ich rede und rede, dabei sind mir die zwei schon eingeschlafen. Hoffentlich haben sie sich was gemerkt.